So. Ziehe ich mich so besser? Oder ist das sexuell konnotiert, wenn ich so drin hänge hier? So, ja? Ist das cringy genug? Ja? Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Fuck Up. Heute geht's um die Höllenmaschine und um diesen jungen Mann hier. Der heißt Basti und den stelle ich euch gleich nochmal ganz kurz vor. Los geht's! Ja, der Basti ist seit Anfang Juni bei uns als Hardware-Volontär angestellt und gleichzeitig soll er auch natürlich in die Fußstapfen von Fritz treten und ihn bei Team Hölle ersetzen. Ja, und wir haben uns jetzt auf diversen Kanälen eure Fragen alle angeguckt und die spannendsten und interessantesten Fragen gesammelt, also auf Instagram, ne, Facebook und auch auf YouTube. Und an dieser Stelle gleich mal nochmal der Hinweis, fleißig abonnieren, schaltet überall ein, dann seid ihr immer bestens informiert, wenn es ums Thema Höllenmaschine geht. Ja, und Basti, ich würde sagen, leg mal gleich los mit der ersten Frage. Zuerst mal zum Allerwichtigsten. In der letzten Folge von Fuck Up konnten wir ja leider die wichtigste Frage nicht klären. Die HMX Pro wurde, wie viele Nutzer kritisiert haben, auf eBay zum Verkauf angeboten. Und ihr habt uns gefragt, was denn wir persönlich davon halten. Ja, dazu kann man eigentlich nur sagen, es ist natürlich schade, weil da steckt ja unser Herzblut drin in diesen Höllenmaschinen. Aber wir können und wollen den Leuten natürlich nicht verbieten, wenn sie was gewinnen. Die können damit machen, was sie wollen. Ne? Und ganz in diesem speziellen Fall ist es tatsächlich auch so gewesen, dass der Verkaufserlös von der HMX Pro jetzt tatsächlich in die Ausbildung vom Gewinner geht. Der war ja noch relativ jung und ich kann so eine Entscheidung durchaus verstehen. Ist natürlich schade aus unserer Sicht, aber mei, that's life. Nächste Frage, oder? Jetzt muss ich mal hier die Brille aufsetzen. Ja, die geht an dich von Donny Yeet, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Wie bist du denn ins Team gekommen, Basti? Wie ich auch in meinem Vorstellungsvideo das letzte Mal schon kurz gesagt habe, ich habe seit Jahren den PC-Welt-Kanal abonniert und bin dadurch auf euer Bewerbungsvideo gestoßen, das ihr im Februar hochgeladen habt. Da dachte ich mir dann natürlich, ich bewerbe mich doch mal. Und wie ihr jetzt seht, war meine Werbung sehr erfolgreich und ich bin jetzt seit Anfang Juni Mitglied von Team Hölle und Volontär bei PC-Welt. Die nächste Frage kommt von Andreas Weißbach. Er fragt sich, ist Fritz jetzt komplett raus? Ja, ganz raus ist er noch nicht. Also wir planen jetzt noch, dass er sich nochmal von seinen Fans verabschieden kann. Möglicherweise geschieht das dann auf der Gamescom, dass er da vielleicht bei den Live-Shows dabei ist. Das steht aber noch nicht fest. Und zum Thema Fritz möchte ich noch sagen, also es wurde uns ja auch in Kommentaren unterstellt, wir hätten ihn rausgeschmissen. Das war natürlich seine freie Entscheidung, eine neue Festanstellung anzunehmen bei einer PR-Agentur. Und ja, ihm waren auch die Konsequenzen bewusst, dass er mittelfristig halt dann einfach nicht mehr mitmachen kann, weil wir brauchen die Leute halt hier vor Ort. Wir müssen manchmal spontan reagieren. Und gerade wenn es in die Höllenmaschinensaison geht, was ja jetzt gerade die Tage der Fall ist, dann muss man halt auch einfach präsent sein und Zeit haben. Und das war einfach nicht mehr gegeben. Ansonsten bedauere ich das natürlich sehr, dass der Fritz nicht mehr dabei ist. So, die nächste Frage kommt von René Ohlberg und er fragt, jetzt wo Fritz weg ist, hat keiner mehr von Team Hölle einen vernünftigen Haarschnitt? Also, ich finde diese Frage unter aller Kanone. Ich meine, was soll denn daran bitte nicht vernünftig sein? Ich hätte jetzt einfach gesagt, stimmt. Nächste Frage. Interessante Frage. Welche Preismarke wird denn diesmal geknackt? Die Frage kommt von Michi Treu. Also Preismarke wird wahrscheinlich gemeint, der Gesamtwert vom Höllenmaschinenpaket. Ja, es ist ambitioniert, quasi das letzte Jahr nochmal zu toppen. Da waren wir ja bei über 50.000 mit beiden Höllenmaschinen zusammen. Musst du aber auch sagen, dass es eben zwei Geräte waren. Ja, aber wir tun natürlich unser Möglichstes und wir stehen halt mittendrin noch in den Verhandlungen mit diversen Herstellern, Sponsoren und so weiter. Also schauen wir mal, wird schon wieder was zusammenkommen. Vrock Ventor fragt, von welchem Hersteller wird die Peripherie sein? Er persönlich bevorzugt Razer und SteelSeries. Wir haben natürlich auch alle unsere bevorzugten Hersteller von Peripheriegeräten, aber dieses Jahr bei der Höllenmaschine setzen wir auf Asus, Corsair und das Headset habt ihr ja, glaube ich, schon kurz im letzten Video gesehen. Das kommt von Bayer Dynamic. Die Frage kommt von Max Insta 0805, ist an mich persönlich gerichtet. Was ich aktuell für einen PC habe. Mein PC kommt aus der 7. Generation von Intel, besitzt einen 7700K, der tatsächlich geköpft ist und auf 5,3 GHz aktuell läuft, mit Flüssigmetall selbstverständlich. Selber geköpft?
Natürlich, Michi. Ich habe mir extra vom Bauer ein Dilettimate Alter besorgt. Schwede. Und mit dem Tool, muss ich sagen, ist das sehr einfach möglich. Als Grafikkarte kommt eine 1080 Ti von EVGA zum Einsatz. Wie viel Speicher hast du noch drin? Speicher sind tatsächlich aktuell nur 16 GB. Okay. Ja, fürs Gaming reicht's, ja. Manchmal schon an die Grenzen laufen, aber das Wichtigste, sie sind RGB-beleuchtet. Der Matzebuhr fragt, kann man euch treffen? Ja, da möchte ich zunächst mal hinweisen auf unser Live-Bild-Event in Berlin bei Case King. Das findet am 12.07., also Juli, statt. Nicht Juni wie im vorhergehenden Video. Juli ist ja klar, nicht in der Vergangenheit, in der Zukunft. Ihr könnt Tickets gewinnen für dieses Live-Event, könnt uns alle treffen, könnt mit uns fachsimpeln, ihr könnt von der neuen Höllenmaschine Screenshots mit, Screenshots, Selfies machen, mit uns, mit euch, mit dem Bauer und auch mit diversen YouTubern, die am Start sind. Ne? Da kommt, glaube ich, noch eine Frage zu den YouTubern. Und es gibt noch einen zweiten Termin, wo ihr uns treffen könnt. Aber was ich jetzt noch sagen wollte, in der Videobeschreibung könnt ihr die Tickets gewinnen. Ne? Schaut in die Videobeschreibung, es gibt 40 Tickets zu gewinnen. Und du erzählst noch, was auf der Gamescom los ist. Selbstverständlich sind wir auch dieses Jahr wieder auf der Gamescom vom 20. bis 24. August beim Stand von Case King. Dort könnt ihr uns persönlich treffen. Wir haben Live-Events. Es gibt natürlich wieder Gewinne für euch. Und ihr könnt natürlich auch mit uns fachsimpeln, uns kennenlernen und uns persönlich eure Fragen stellen. Von Domino1 kommt die Frage, gibt es dieses Jahr auch mal zwei Höllenmaschinen oder nur eine? Ja, man muss ganz ehrlich sagen, mit der HMX Pro, also der Höllen-Workstation, haben wir uns tatsächlich ein bisschen übernommen. Deswegen ist die Haupthöllenmaschine, also die HMX, hat da ein bisschen drunter gelitten. Deswegen haben wir gesagt, wir machen es dieses Jahr nicht. Aber es gibt vielleicht noch was ganz anderes, Zusätzliches. Da können wir aber leider noch nichts dazu sagen, weil das noch nicht in trockenen Tüchern ist. Nächste Frage. Kommen jetzt wieder vermehrt Team Hölle-Videos auf YouTube? Diese sind selbstverständlich in Planung und auch schon in Arbeit, wie wir auch in unserem letzten Video, was unten verlinkt ist, sehen könnt. Haben wir jetzt demnächst die Build Days in Berlin bei Case King von 9. bis 12. Juli. Davon kommen natürlich wieder etliche Videos zur Höllenmaschine, zum Zusammenbau, auch schon mit der Live-Befüllung am letzten Tag. Wie ihr daran teilnehmen könnt am Gewinnspiel, um ein Ticket für diese Live-Show zu ergattern, erfahrt ihr auch unten in der Videobeschreibung. So, jetzt kommen ein paar Fragen direkt an dich, die stelle ich dir einfach gleich noch. Und zwar von Mango Aff, der hat gleich drei Fragen an dich. Sehr interessiert an mir, der Mann. Genau, erstmal die Basics, wie alt bist du? Das habe ich auch im letzten Video schon beantwortet. Hat er schon beantwortet. Ich bin 24 und komme aus Augsburg. Wo siehst du deine Stärken und was genau hast du studiert? Ich habe Informatik studiert, allerdings erst auf den zweiten Anlauf. Angefangen habe ich mit Mechatronik. Und meine Stärken sehe ich vor allem in meiner Erfahrung mit Hardware. Also ich habe bei Fujitsu davor 2 Jahre lang als Werkstudent im Produktmanagement und Produktmarketing-Bereich gearbeitet. Durfte auch schon enorm teure PCs konfigurieren mit Dual-Xeon-Ausstattung und 3 extrem potenten Quadro-Grafikkarten. Also da haben wir uns auch im Preisbereich von 40.000 bis 50.000 Euro bereits bewegt. So, dann fragt Mango Aff immer noch, gab es einen Hauptpunkt, warum du für diese Stelle genommen wurdest? Welche deiner Erfahrungen haben dich an die Stelle gebracht, wo du jetzt stehst? Ich würde sagen, das hat er ja gerade schon beantwortet. Neben der fachlichen Qualifikation muss natürlich auch die menschliche Chemie stimmen und das war halt auch bei Basti für der Fall. Ich meine, wir sitzen im selben Zimmer, wir müssen tagtäglich miteinander arbeiten, hier vor der Kamera rumhampeln und noch vieles mehr machen. Also, wie gesagt, zwischenmenschlich muss natürlich auch passen. Und ganz wichtig natürlich, du musst natürlich auch eine coole Frise haben, wenn du für Team Hölle mitmachst. Wir haben uns auch schon einen neuen Namen überlegt. Wird natürlich Team Hölle niemals ersetzen. Aber Michi hat uns auch schon scherzhafter Team Friese genannt. Ja, T-Shirts sind quasi schon in Vorbereitung. Könnt ihr dann in unserem T-Shirt-Shop kaufen, ne? Linke in der Videobeschreibung. Hashtag Werbung. Nächste Frage, immer noch vom Mango Aff. Was wirst du konkret in deiner Zeit bei PC-Welt machen müssen? Von Reviews und Tests von Hardware haben wir ja schon gehört. Und was muss man da sonst noch so genau machen? Also in erster Linie natürlich jetzt in meinen ersten Monaten Team Hölle betreuen, das heißt die Planung der Höllenmaschine vorantreiben. Michi tatkräftig unterstützen, die Höllenmaschine zusammenbauen, die Videos drehen. Ansonsten werde ich dann die 3 Sparten, Grafikkarten, CPUs und SSDs übernehmen. Hierzu werde ich Tests durchführen, hoffentlich auch Videos dazu drehen, Benchmark-Tabellen aufstellen und die ganzen Ergebnisse möglichst schön aufbereiten, damit ihr genau wisst, welche Hardware in euren nächsten Gaming-PC kommen soll. Damit du auch mal wieder eine Frage beantworten darfst, Michi, ja. Von
der Flash Game HD. Wie viele Leute machen im Durchschnitt denn so bei einer Verlosung eigentlich mit? Ja, das sind so durchschnittlich 150.000 echte Teilnehmer. Von Toastbrotgesicht, interessanter Name. Gibt es etwas, das ihr euch schon immer wünscht, es aber noch nie wahr werden lassen konntet? Ja, also mein Traum ist ja mal, ein Höllenauto auf die Beine zu stellen. Ich bin ja seit Jahren schon immer dran, die Autohersteller zu piesacken, aber bisher hat es noch nicht geklappt. Aber das wäre mein Traum. Mein größter Wunsch wäre tatsächlich mal, einen eigenen Gaming-Desk zu bauen. Habe ich Michi tatsächlich auch schon für die Höllenmaschine bei meinem Werbungsgespräch vorgeschlagen. Vielleicht war auch das ausschlaggebend, ich weiß es nicht. Aber das wäre wirklich mein Traum, aus Holz einen eigenen PC bzw. einen eigenen Tisch zu bauen, der natürlich mit der top aktuellsten Hardware dann ausgestattet ist. Kilian2310 fragt, tut es euch nicht weh, einen Traum-PC einfach so wegzuschicken? Ja, das tut natürlich, die Frage beantworte ich selber, weil du hast das Gefühl noch nicht kennengelernt. Das tut natürlich weh. Werde ich leider bald erleben müssen. Steckt sehr viel Liebe drin und es ist auch sehr viel Arbeit, bis so ein Ding dann tatsächlich mal fertig ist, so eine Höllenmaschine. Aber ja, Mai, man muss auch mal Abschied nehmen können. Ne? Das ist eine gute Überleitung an die nächste Frage, die an mich gerichtet ist. Von Juto1996. Glaubst du, Fritz ebenbürtig zu ersetzen? Ich habe ein gutes Gefühl, freue mich. Es ist natürlich nicht der Plan, dass ich Fritz ersetzen werde, weil man kann eine Person nicht 1:1 ersetzen. Es ist eher ein Neuanfang, ich bin sein Nachfolger und ich denke, es wird sich jetzt auch vieles ändern, obwohl wir natürlich versuchen, den Urgedanken der Höllenmaschine, der jetzigen HMX beizubehalten. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die kommenden Monate und Jahre und ihr werdet dann sehen, was dabei rauskommt. Ja, das wird schon. Ich meine, wie gesagt, Basti ist in der Ausbildung, ihr müsst auch ein bisschen sozusagen Geduld haben. Das eine oder andere wird noch nicht klappen am Anfang. Ne? Über deine etwas gescriptete Sprachweise wurde ja schon viel gelästert. Das kriegt er alles schon hin, das kommt mit der Routine und ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Wir haben uns natürlich was überlegt, dass wir uns für den Basti entschieden haben. Ne? Merling Dang Lingman will wissen, wird die neue Höllenmaschine den 50.000 Euro Apple PC in den Schatten stellen? Also was die Gaming-Leistung betrifft, wird die HMX 2 mit dem Mac Pro den Boden aufwischen. Das kann ich euch jetzt schon versprochen. Die HMX 2 Pro ist ja nicht geplant, aber das hätten wir bestimmt auch hingekriegt, wenn wir eine Workstation hätten. Wir hätten Apple platt gemacht. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Winners Meme Stube. Hä? Mimes Wim Stube. Wie auch immer, sorry. Wieso war bei der letzten HMX so wenig Peripherie und so kommerziell ausgelegt? Naja, wir hatten es, glaube ich, vorher schon angesprochen. Wir waren ein bisschen überfordert mit beiden Höllenmaschinen und deswegen hat natürlich die Peripherie-Seite gelitten. Ich konnte natürlich nicht so viel Zeit investieren, um für euch Peripherie zu schnorren von den Herstellern. Was jetzt die Kommerzialität betrifft, ich meine, euch muss allen klar sein, dass wir hier das Ganze finanzieren müssen. Hier sind 10 Leute insgesamt beteiligt, um so eine Höllenmaschinensaison gut auf die Beine zu stellen. Und die wollen natürlich ihre Gehälter, die wollen essen, die wollen quasi, dass ihre Kinder was zum Anziehen haben. Ja. Michi, du schweißt ab, ich glaube, wir sollten jetzt auf die Tube drücken. Genau, nächste Frage. Etwas mit Baum fragt, kommt die HM auf die Gamescom? Habe ich vorher schon geantwortet, ganz kurz, ja. Jochen Frick, hey Jochen. Jochen kenne ich, der ganz treuer Begleiter der Höllenmaschine. Also der Jochen, der fragt, Basti, wo ist dein Team Hölle-Shirt? So geht das aber nicht. Das gibt erstmal eine Abmahnung. Und recht hat er. Was ist da los? Es sind bestellt. Ich habe sie leider nicht selber bestellt. Deswegen müsst ihr an irgendjemand anderen weiter eure Wut auslassen. Ich leite es gerne weiter, dass ich unbedingt ein Team Hölle-Shirt brauche. Xilian05, wärst als beim Bau dabei? Also, wie gesagt, das Live-Event in Berlin wird begleitet. Natürlich von Roman der Bauhartung. Dann haben wir den Tom Hartung, der die ganze Arbeit wahrscheinlich machen wird. Dann haben wir natürlich Team Hölle am Start und dann haben wir dann auch zwei YouTuber am Start. Und zwar ist das der Zen Chili, den kennt ihr ja schon vielleicht so ein bisschen, und das Monty. Die beiden haben wir eingeladen. Der Simon von IT Raid, der war auch noch geplant für den dritten Tag, aber der ist leider im Urlaub. Den besuchen wir dann vielleicht, wenn die HMX 2 fertig ist. Eine sehr wichtige Frage. Wann ist denn der Teilnahmeschluss, beziehungsweise wann ist der Verlosungstermin der HMX 2? Also Teilnahmeschluss ist der 3. November und ich verspreche euch jetzt hoch und heilig, es wird nicht verlängert.
Gibst du darauf dein Wort, Michi? Da gebe ich euch mein Ehrenwort drauf. Ich betone mein Ehrenwort. Hashtag Politiker. Lordarius Grufendiuswur, ich hoffe, du hast es richtig ausgesprochen, gibt es diesmal zusätzliche Peripherie, wie zum Beispiel eine Drohne oder ein VR-Set? Ja, da sind tolle Sachen geplant. Weiß nicht, ob es zustande kommt, aber ich habe da schon einiges organisiert. Ihr werdet überrascht sein. Heat in Your Face 4 fragt, werden in der nächsten HM Distroplates und oder Tanks verbaut? Ich persönlich bin ein sehr großer Fan von Distroplates. Ob das wirklich in der HMX 2 zum Einsatz kommt, müssen wir dann erst während den Build Days in Berlin zusammen entscheiden. Also solche Sachen sind natürlich schon geil, aber das Problem ist, dieses Jahr haben wir ein total neues Gehäuse und da konnten wir einfach noch nicht irgendwas vorbereiten, also zum Beispiel ein passendes Distroplate. Wäre aber vielleicht dann mal eine Option für nächstes Jahr. Aber wir lassen uns schon gemeinsam mit Tom Hartung was einfallen, dass es cool ausschaut. Das Kinder ist Zauber vor. Will das wissen, Kinderzimmer. Wird die Höllenmaschine eine Workstation? Nein, weil die Höllenmaschine war schon immer der schnellste und beste Gaming-PC der Welt, zum Zeitpunkt X natürlich. Und das wird auch so bleiben. Wir haben halt bloß letztes Jahr mal mit der Höllen-Workstation HMX Pro mal einen Versuch gestartet. Und sind schön auf die Nase gefallen, ne? Deswegen ist sie so breit, Michi. Ja, genau, deswegen ist meine Nase so breit. David Kühnert. Ach, das vor 4 Stunden, das habe ich immer noch zum Namen dazu genommen. Wer hat denn das so schlampig zusammengestellt? Warst du das? Nein, nicht. Also David Kühnert fragt, normale Wasserkühlung oder vielleicht doch mal eher ein Tauchkühlungssystem? Er ist nämlich Fan von Letzterem. Da die spezielle Kühlflüssigkeit leider nur für den konventionellen Nutzen verfügbar ist und nicht an Privatpersonen abgegeben werden darf, müssen wir von dieser zweiten Option leider absehen. Banane ist da. Wie viel RAM ist in diesem PC drin? Wahrscheinlich meint er den HMX 2. Ne? 64 GB. Kerle Kischte will wissen, kommt ihr durch eure Kontakte schon in die nächsten Graka-Generationen? RTX 3000 Serie wird hier genannt. Beziehungsweise kommen solche Karten in die nächste Höllenmaschine? Ja, wir bekommen natürlich... Manche Sachen bekommen wir früher als der Rest der Welt, aber jetzt die neue Grafikkartengeneration von Nvidia, von der weiß ich ja exakt noch gar nichts. Und also ich würde die Frage jetzt mal mit Nein beantworten. Wir bekommen es nicht Monate oder ein halbes Jahr früher, aber ein paar Tage oder ein paar Wochen, wenn es halt gerade ins Projekt Höllenmaschine reinpasst. So, jetzt kommen ein paar Fragen zu dir, die stelle ich einfach. Dunkelelf3. Bist du ein Kiffer, Basti? DDD? Es muss einfach an den Haaren liegen, Michi. Also ich muss auch wirklich sagen, seit ich diese Haare habe, hat die Kontrollierrate der Polizei stark zugenommen. Um die Frage kurz und knapp zu beantworten, nein, bin ich nicht. Okay. Habe ich ihn übrigens auch gefragt, ne? Wäre ein Einstellungskriterium gewesen, wenn er. Ihr wisst schon, was ich meine. So, nächste Frage. War natürlich lustig gemeint, keine Macht in Drogen. FFA 2016, aus welchem Stadtteil von Augsburg kommst du? Willst du das beantworten? Ursprünglich komme ich tatsächlich 10 Kilometer von Augsburg entfernt aus dem kleinen Stadt Friedberg. Mittlerweile wohne ich direkt in der Innenstadt. Ja, also seine genaue Adresse spoilere ich dann auf Instagram, auf unserem... Natürlich, ich meine, Michi trackt mich ja schon über Google Maps, er will immer wissen, wo ich bin. Das war das allererste, was ich gemacht habe, so eine Tracking-App hier auf seinem Dienst-Smartphone installiert. Ich hoffe, du trackst es auch immer brav am Wochenende mit dir rum. Natürlich. Ne? Damit ich weiß, was du so treibst. Masko 13, lass den Augsburger Dialekt raus, Basti. Freut mich richtig, das zu hören. Also wie der Menno hat schon gesagt, dass ich unbedingt Hochdeutsch reden muss, weil wir ja das gesamte breite deutsche Volk ansprechen wollen. Das war jetzt wahrscheinlich auch wieder offiziell nicht korrekt, was ich gesagt habe. Aber auf jeden Fall werde ich machen. Und dann noch der Nikolas Ludenia, der fragt, bist du Simon Unge? Wie wir alle wissen, jeder hat einen Doppelgänger im Leben. Es scheint, ich habe meinen jetzt gefunden. René Seidler hat ein ganz besonderes Anliegen. Michi, erzähl ihm doch mal mehr über das Bild hier im Hintergrund. Das haben wir jetzt extra abgehängt für euch. Ist eine ganz lustige Geschichte. Das gehört eigentlich meiner Zimmerkollegin, der Birgit. Die hat es mal aufgehängt vor ein paar Jahren. Und die fand halt einfach das Bild sehr ästhetisch. Ich selber stehe auch auf diese Form der Kunst. I like big butts and I cannot lie. Und es ist gerade so noch erlaubt bei YouTube und deswegen filmen wir das einfach mal ganz gerne ab. Ne? Kommen wir gleich zur nächsten Aussage von Stevie Wonder. Er will nämlich wissen, ob das Michi ist, als er noch jünger war. Ja, also man weiß nicht so recht, ist es jetzt eine Frau oder ist es ein Mann, ne? Was würdest du sagen? Schwierig einzuordnen. Ich würde sagen,
Stimmt doch einfach mal unten ab. Was denkt ihr denn? Ist das eine Frau? Ja. Ist das ein Mann? Also ich hätte es nicht sein können, weil ich war schon immer ein Schrank, also auch in meiner Jugend. Ich habe ja vor, sagen wir mal, 30 Jahren habe ich ja nicht gepumpt, aber das gab es ja damals noch nicht, Pumpen. Aber ich habe schon viel Sport gemacht, ne? Und ja, ich hatte immer schon ein breites Kreuz, denn den Bauch habe ich erst in den letzten Jahren dann gepflegt. So, wo sind wir? Patrick Boyko fragt: Gut, dass ein bisschen Cringe im Video vorkommt, das erwarte ich schließlich als langer Zuschauer. Wie du selber beantwortet hast, Cringe ist bei unseren Videos Muss und auch bei uns im Arbeitsalltag. Ansonsten hätten wir schließlich nicht solche Bilder bei uns an den Wänden hängen. Ich meine, wir können eigentlich gar nicht anders. So, wir leben den Cringe sozusagen. Sie ist als unser Hauptmerkmal, das uns von den anderen unterscheidet. So, und jetzt von The Samuel noch eine Frage an dich. Welchen Nagellack bevorzugst du? Farbcode 32, Hashtag Insider. So, jetzt kommen wir zu einer kleinen Umfrage, die zettelt geheim an. Und zwar stellt er die Quizfrage: Wer von euch beiden hat eine Perücke auf? So, und da könnt ihr jetzt mal raten. Hier oben gibt es die Umfrage. Wählt aus, und wer richtig beantwortet, der kriegt ein paar Haare von uns, oder? Die reiße ich dir dann persönlich aus, Michi. Ja, alles klar. Ja, und das waren jetzt auch schon alle Fragen. Vielen Dank, dass ihr die gestellt habt. Ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam und auch, ihr habt was über den Basti erfahren, über das nächste Projekt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, oder? Ciao, bis dann, macht's gut. Ah, ganz wichtig, Fuck Up, jeden zweiten Mittwoch ab 18 Uhr auf unserem YouTube-Channel, ne? Nächste Folge ist dann die Nummer 3, das wird wieder eine reguläre Folge sein. Und ihr könnt ja schon mal hier unter dem Video auch mit dem Hashtag FuckUp Fragen für die nächste Folge stellen. Tschüss jetzt. Ciao.